So, Servus an alle Krödelfans da draußen. Heute sind wir wieder da, der Michi. Servus, grüß euch. Und ich selber, der Kurt, ja. Wir zeigen euch heute mal ein bisschen was, was man mit so einem Holzbackofen in Summe anfangen kann. Wir haben den jetzt aufgeheizt. Jetzt haben wir ihn abstehen lassen auf 280 Grad. Wir werden jetzt als erstes ein Brot einschießen. Das wird ungefähr eine Stunde drinnen sein. Dann werden wir es raus. Die Temperatur wird dann gefallen sein auf 240, 250 Grad. Mhm. In der Zwischenzeit wird der Michi ein schönes Schaschlik herrichten. Genau, sage ich gleich. Und wenn wir das dann fertig haben und nach zwei Stunden rausgehen, so um 5 Uhr rum, schieben wir nämlich noch eine schöne Gulaschschuppen rein. Und die Gulaschschuppen, die lassen wir über Nacht drinnen stehen. Und ich hoffe mal, dass das richtig gut geschmackerl wird. So, der Michi startet jetzt einmal mit dem Schaschlik und ich laufe dabei und schieße die Brote ein. Alles auf klar. Geht's mit deinem Part. Viel Spaß beim Zuschauen. So, ja, während der Kurt jetzt das Brot einschießt und sich um das Gulasch kümmert, machen wir das Schaschlik fertig. Dafür wichtig, wir haben einen Schweinenacken genommen und haben den richtig dicke Würfel, also sind schon jetzt so 2,5 auf 2,5 cm ungefähr geschnitten und fangen jetzt an, das mit einer Gewürzmischung, ist dann auch genau in den Details erklärt, erstmal zu ja, marinieren, zu rubben. Ist größtenteils Zwiebelgranulat drin, Knoblauch drin, Paprika und auch ein bisschen Zucker. Gehen wir einfach drüber. Schauen dann, dass wir das so vermengen, dass überall auch was dran ist. Geht am besten mit den Händen. So, schauen, dass gleichmäßig verteilt ist, dass die Seite was abkriegt. So, das schaut gut aus. Ja, Zwiebeln haben wir uns auch schon geschnitten, die einfach geviertelt. Und was wir hier jetzt machen, wir nehmen die äußeren, größeren, fangen an, das aufzuspießen und dann kommt gleich ein schöner Würfel Fleisch drauf und so geht es dann im Prinzip immer weiter. Die kleinen, also die Innenteile von den Zwiebeln, nicht wegschmeißen, die kommen natürlich dann nachher in die Soße, weil das gibt natürlich auch einen Grundgeschmack. So, jetzt sind wir auch fertig mit die Schaschlik. Wie ihr seht, das sind wirklich ja, dicke Brocken. Das sind 4 Stück jeweils drauf. Und guter Test auch, ob die Schaschlik was taugen ist. Wenn sich die Stabal fast durchbirgt, dann sind die Würfel richtig groß geschnitten. Wir haben natürlich auch ein Herz für die, die keine Zwiebeln mögen. Zu den Zwiebeln hatte ich ja vorher schon gesagt, das was übrig bleibt. Da haben wir jetzt noch den Rest vom Rub drüber gegeben. Das kommt dann nachher einfach mit in die Soße rein und wenn es dann für ungefähr 2 Stunden im Holzbackofen schmort, dann gibt es nochmal einen richtig geilen Geschmack ab. Für die Soße brauchen wir nachher dann ein Paprikamark, Papier, dann eine Barbecue-Sauce und tatsächlich ganz wichtig ein Schaschlik-Ketchup und jetzt hier nicht mit auf dem Bild ein normales Ketchup. So, wie der Michi gerade gesagt hat, Brot haben wir da. Was meinst du, wie geil dass das ist mit einem frischen Brot heute Abend? Schön durch die Schaschliksauce durch. Jetzt holen wir die Konsistenzform raus. Michi, ich glaube, jetzt darfst du noch mehr anbraten. Ich glaube, dass die heiß ist. Ja, die ist, glaube ich, gut warm. Machen wir gleich ein bisschen Öl drauf, dass es nicht anbackt. Das reicht. Und da die Frage ist, haben alle Platz? Ja, ich würde sagen, die ausgemessen. Was Handschuhe. Dann wäre es gut mit Handschuhen, genau. Ansonsten haben wir es neu, oder? Sind die Finger auch gleich mit angebraten. Genau, das geht jetzt in den Ofen. Bratenset. Macht zwei Handschuhe. Das ist dann knapp 3 Kilo Fleisch. So. So, jetzt lassen wir es ungefähr 5 bis 10 Minuten drin, dass das alles ein bisschen Farbe kriegt. Dann wird es mit der Sauce abgelöscht und ja, geht dann für ungefähr 2 Stunden bei 200, 180 in den Ofen und ja, dann sollte es eine geile Geschichte werden. Genau, und während das da drinnen jetzt schön anbrutzelt, tue ich schon langsam einmal Gulaschsuppen vorbereiten, weil wenn wir dann Schaschlik gefinisht haben und die hinten drinnen stehen,
kann man vorhin schön Gulaschschuppen rein tun und das dann schon mal alles ankochen lassen, andünsten lassen. Und später werden wir dann Paprika und Zucchini noch mit reinschmeißen und Kartoffeln, weil sonst haben wir morgen nur einen Manch. Also Richard dort schon? Ja. Wie immer schaut, dass es kein Geschmacksfernsehen gibt. Genau. Jetzt werden wir den gleich rein. Auch. Ja. Schön angebraten, wir drehen es jetzt einfach mal um. Das ist vor alle Seiten. Ein bisschen Aua, Wärme gekriegt. Brauchst du Handschuhe? Na, gescheiter Holz aus. So, wunderbar. Glaube ich, könnt's in zur zweiten Runde rein. Und dann weißt du, was mich gerade überlegt, welche Hälfte, dass du heute Abend isst und welche Hälfte, dass ich heute Abend isst? Wir müssen, es kommt, glaube ich, darauf an, wer schneller ist. Okay. Wer die größere Hälfte kriegt. Selber ja, wie gesagt, 3 Kilo. Fleisch knapp, deswegen. In meiner früheren Jugend hätte ich das einmal geschafft, aber. Oh, und da es jetzt gleich weitergeht mit der Sauce, fangen wir jetzt schon mal an und mischen uns die zusammen. Das geht jetzt hier alles Pi mal Daumen, also genau, brauchen wir es nicht nehmen. Ungefähr ja, 400 Gramm oder Milliliter Ketchup. Schön rein damit, das ist der Nachteil an die Flaschen. Es ist also nichts für Leute, die einen Zucker nicht vertragen, gell? Richtig, genau. Dass ja auch im Rub schon ordentlich brauner Zucker drin ist. Aber das ist ja jetzt auch kein Gericht, was man jeden Tag essen kann. Aber ihr dürft ja schauen, es kommt da was Gesundes mit sein. Also so genau, ist das nicht. Um das Ganze wieder auszubauen. Dann ja, ganz wichtig ist das Gewürzketchup Schaschlik. Da ist zwar jetzt außer ganz viel Geschmacksverstärker und Gewürzen nichts drin, aber das ist halt einfach für den Imbissbuden-Geschmack das Wichtigste, sonst schmeckt es einfach nicht so, wie es schmeckt. Und mit ein bisschen Glutamat kriegt man noch ein bisschen mehr Hunger, so ist es ja nicht. Genau. So, da gehen wir jetzt kurz die ganze Flasche rein. Passt. Jetzt gleich noch den Trick 17, damit ja nichts verkommt. So, Bier rein. Das ist wie gesagt leider nicht zum Trinken erstmal. So, dann kriegt man da noch schön den Rest raus. Und dann Barbecue-Soße des Vertrauens. Da ist wurscht, welche man nimmt, die dir am besten schmeckt. Und da auch ungefähr ja, so 400. Das wird da schon rein. Da haben wir auch eine große Form. Von daher. Und viel Fleisch, also. Und wenig ist ja nicht gerade. So, Gewürze brauchen wir jetzt tatsächlich keine, weil die sind natürlich alle schon in dem Wrap drin, der sich dann ja damit reinkocht. Auch dasselbe Spielchen. Kuchlich, die kannst du da vorne hernehmen, Michi. Jo, den Rest von hier noch. Nehmen wir jetzt zwei, sind ja eh noch 0,33, die zählen ja nicht. Was für ein hohen Zahn. So, das dürfte reichen. Paprikamark, das kommt gleich, bevor wir die Soße drüber schütten, noch direkt auf die heiße Form. Das soll ein bisschen anziehen. Dann rühren wir die Sache einmal durch und geben es dann nachher drüber. Die schaut jetzt viel kreisiger aus, wie das nachher wirklich schmecken wird. Glaubt's was? Genau. Wir haben das schon mal probiert und schon gegessen, also. Es ist alles getestet. Steht jedes Imbiss-Schaschlik in den Schatten? Eben, weil selbst gemacht ist halt doch wie immer am besten. Na, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir halbwegs bis homogen hinkriegen, weil dann schütten wir es gleich drüber. Schaust du schnell essen? Ja, das glaube ich gerne. Und durch die 2 Stunden verkocht sich es ja eh dann. Und jetzt noch ein kleiner Klumpen drin ist, dann ist das wurscht. Ja, zack, schaut schon gut aus. Und da dampft schon. Jetzt geben wir da einfach ungefähr 1-2 Esslöffel von dem Paprikamark einfach nicht aufs Fleisch, sondern in die heiße Form, dass das ein bisschen anbacken kann. Das ist auch wichtig. Paprikamark, wie gesagt, weil das nochmal einen besonderen Geschmack gibt. Tomatenmark kann jeder. Sauce drüber. Schauen, dass wir nichts
gehen lassen. So, dann schickt man das wieder Gassi, oder? Genau, du brauchst zwei Handschuhe, weil das dürfte mir jetzt mittlerweile, glaube ich, an die 4 Kilo sein. Sehr geil. So, und vor lauter Filmen und Machen haben wir noch die Zwiebel vergessen. Das heißt, müssen wir gleich noch mit dazugeben, weil die sind, wie ich ungefähr 5-mal erwähnt habe, natürlich super wichtig für den Geschmack. Also, Zwiebeln habe ich jetzt da schon mal rein. Gut, der Topf ist heiß. Danke. Der ist richtig sauer, der Topf. So. Dass wir dasselbe nicht nur mehr machen. Werden wir das jetzt noch ein bisschen anrösten. Das ist jetzt ganz wurscht. Da holen wir uns jetzt gar keine großen. Ich glaube, ein bisschen was von dem Paprika macht. Nehmen wir gerne, rein damit. Mit Nein, lass mich ein bisschen anrösten. So. Sieht man auch platztechnisch voll ausgenutzt, die Sache. Nachdem es dann angebraten ist, löschen wir es mit ein bisschen Rotwein ab. Dann geben wir unsere Gewürzmischung des Vertrauens dazu, umrühren das Ganze. Wir bringen es dann wieder zurück in den Holzbackofen, lassen den Rotwein verkochen. Sobald der ein bisschen verkocht ist, gießen wir es mit Brühe auf und geben das Gemüse dazu. So, ja, Prost, so wie immer müssen wir das natürlich begießen, was uns hoffentlich gelungen ist. Ausschauen tut schon mal sehr gut, ich habe schon mal nachgeschaut. Ein bisschen Blut. Tut's auch lecker. Ja. Gulaschsuppen haben wir jetzt soweit fertig, also alles was neu gehört, haben wir jetzt reingeschmissen. Sobald wir das Schaschlik heraus haben, die haben wir die über Nacht stehen lassen. Also wir haben nicht nur Gulaschsuppen schon mal über Nacht gemacht, einen Schweinsbraten haben wir schon gemacht. Also haben wir schon Verschiedenes ausprobiert, ein Träumchen. Ja? Also Prost nochmal, dann holen wir es raus. Prost. Ja Michi, ich darf jetzt aber schon sagen, hol dir doch einmal so ein kleines Spießchen raus und beiß doch einmal rein, dass die Leute sehen, dass es gelungen ist. Dass was geworden ist, also. Und auch klar schmeckt. Ausschauen tut es auf jeden Fall. Also, ich nehme jetzt mal die Gabel, das ich mir nicht gleich verbringe. Perfekt. Heiß, perfekt. Aufwischen sollst du dann, gell? Dann kommt der Gartenschlauch zum Einsatz. Alles klar. Oder? Dann hätte ich gesagt, trinken wir nur ein Schlückerl. Genau. Und dann sagen wir Servus und Prost, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ah, geil, ja. Schau. Das müssen wir noch ein bisschen runterkratzen, weil das ist nämlich auch mit Geschmack. Vor allem habe ich gelernt vom Kameramann, dass Soße mit dunkler wird.